Okay, Kaffeepause, wieder mit dem Mazda MX-5. Fahren Sie gegen die Zeit und versuchen Sie... Oh Mann, versuchen Sie alle Kegel umzustoßen. Verwenden Sie die beste Route und stoßen Sie so schnell wie möglich um. Hey, hey, hey. Schon wieder so ein... Moment, wo man das alles umschmeißen muss. Wieso gibt es das überhaupt in diesem Spiel? Okay, dann eben nochmal 33 Sekunden normale Kegel umzuwerfen, okay. So, so ist das aus. Und damit geht's los. Ah, ist ein Kurs. Dann fahre ich einfach mal los. Nicht, dass ich alle erwischt habe. Ah, doch. Ach, gar nicht mal so schlecht. Das sollte also eine schnelle Zeit werden. Gefällt mir. Wenn man jetzt ins Ende schaltet. Oh. Kuppel natürlich, ich depp. Toll, jetzt kann ich sie gleich vergessen. Ja, jetzt kann ich sowieso vergessen. Okay, nochmal. Diesmal hätte ich nicht benutzen. Jetzt hätte ich nur noch hier. So, los. Ich bin nicht sicher, ob ich alle erwischt habe. Hoffe ich einfach mal. So. Hoffe ich habe alle erwischt. Ja! 36633. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ich möchte mal gleich schauen. Wieder mal Musik, die ich hier gar nicht in meiner Auswahl habe. Warum kommt Musik, die ich hier nicht in meiner Auswahl habe? Ganz ehrlich, ich finde das doof. Da muss ich mir immer Sorgen machen, ob die Musik dann, ob das Video gesperrt wird. Das möchte ich doch nicht. Mann, oh Mann. Ich habe doch alles ausgeschaltet. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kommt immer Musik, die ich gar nicht in der Auswahl habe? Vielleicht muss ich nochmal ins Musikmenü gehen und das alles einstellen. Okay. Ein Rennen sollte ich noch gewinnen und dann hätte ich 20 Sterne und das wäre gut. Tuning Auto Festival, mal schauen. Und hin. Rückwärts. Richtiger Rücken. Okay. Mal schauen, was habe ich hier? Meine Auswahl. Und jetzt ist AMG VGT. Der Line Car Company. Okay. Ich nehme den Mercedes-Benz. Den darf man nehmen. So. Dann mal beitreten.
Ein Rennen reicht da sicher. Weil dann sehe ich auch, welche Markenrennen das kommen, welche Autos ich kaufen muss oder wahrscheinlich noch zu kaufen habe und dann geht es dann schon vorwärts. Option Screen Set, Red Devil, 2000 GT1, BNR 34 GTR V-Sport, Carbonair, Corvette. Ja. Ganz gute Gegner. 18.51 Uhr, warum genau 18.51 Uhr? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich habe es schon eingestellt. Und hier könnte ich bis aufs Sportreich gehen. Mache ich aber nicht. Hier ist auch alles eingeschaltet, so wie es sein sollte. Also, dann einfach mal auf uns rennen. So, die USB-Kamera eingeschaltet. Müsste gesagt, endlich mein eigenes. Das Cockpit ist wahrscheinlich immer noch da. Nehme ich zumindest an. Ja. Das kommt aber noch. Untersteuert ein bisschen das Fahrzeug. Das ist schade. Das ist nicht so wahnsinnig toll, meiner Meinung nach. Aber ich bin jetzt auch sehr lange mit dem Expo gefahren. Diese Steuerung ist natürlich Wahnsinn. Kann auch daran liegen. Hey, wie ein bisschen untersteuern. Und dann fahre ich zu schnell oder untersteuert wirklich? Ich habe jetzt einfach das Gefühl, er untersteuert. Und zwar ziemlich. Ziemlich böse, um das zu sagen. Kann natürlich auch an den Reifen liegen. Ich kann es ja nicht sagen. Die Steuerung hier sehr kurvig aus dem Weg. Man kann auch den Driving-Style wieder anpassen, auf den Fahrstil. Der ist mutig mit deiner Carbonair. Die hat nämlich kein Licht. Er ist sehr mutig. Hier vorbei. Jetzt auch. Nur noch die ersten zwei. Steuerung. Fühlt sich wirklich an, als ob man Untersteuern hat. Das ganze Rennen durch. Ups. Oder aber ein schönes Auto. Schade, fehlt ein Cockpit. Extrem, nicht unbedingt extremes Untersteuern, aber doch nicht unbedingt gerade ein Handling, das gut ist. Ist zweckmäßig und ist sehr schnell auf der Geraden durch die sehr aerodynamische Form. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre auf Eis. Apricot Hill ist sehr, sehr gut beleuchtet. Schön, dass diese Strecke wieder ein Comeback gefeiert hat. Ich habe sie vermisst. War eine tolle Strecke. Habe ich immer gerne gemocht. Meine Lieblingsstrecken in den Gran Turismo-Teilen, das ist schwer zu sagen, aber Final Mountain hat mir immer gut gepasst. Apricot Hill hat mir auch immer gut gepasst. Ein sehr später Favorit wurde El Capitan. Und
Ja. Ist schwierig zu sagen. Ich habe so einige meiner Lieblingsstrecken, die habe ich jetzt genannt. Es gibt natürlich noch einige weitere. Also eine Strecke, die ich noch sehr gut gefunden habe, ist die Special Stage Route 11. Schade, dass die nicht zurückgekommen ist. Ich hoffe, sie kommt dann irgendwann noch. Wäre zu wünschen. Jedenfalls geht's in die letzte Runde. VGT leistet einen guten Stopp und einen guten Job. Auch wenn er meiner Meinung nach wahnsinnig untersteuert. Zumindest hört sich das so an. Und ja, es fühlt sich auch so an. Fühlt sich meiner Meinung nach wirklich nach Untersteuern an. Weil er quietscht einfach die ganze Zeit. Es ist schwer zu sagen, ob das einfach wirklich volles Fahren ist, aber ich fühle mich nicht, als ob ich voll fahren würde. Oder ob das irgendwie einfach wirklich untersteuern ist. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen. Meiner Meinung nach untersteuert er zwar ziemlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er wirklich schlecht ist. Ich meine, er ist sehr, sehr schnell, aber er scheint wirklich über die Vorderachse zu schieben. Nun denn, jetzt ist das Rennen beendet. Jetzt ist es beendet. Und damit habe ich noch die Markenrennen und den letzten. Und den ganz All-Stars Cup freigeschaltet. Schönes Auto. Vor allem die Lampen am Auto selber. Das ist wirklich sehr schön. Die Form wirklich sehr, sehr gewagt. Ich hätte es gerne, wenn so ein Auto entstehen würde. Wenn so eins da geben würde zum Serienbau. Wäre cool. Aber dann sollten sie vielleicht noch die Steuerung ein bisschen bearbeiten. Okay, damit sind jetzt noch Markenrennen und die GT All-Stars-Meisterschaft freigegeben. Okay, welche Gegner finden wir? Also 650 LP sind mal gefragt. Man kann bis zu Rennhardreifen wählen. Fahrzeuge. Ist egal. Welche Gegner machen etwa nicht? Eine Bugatti Veyron, eine Lamborghini Reventon, eine McLaren F1. Also alles sehr, sehr starke Wagen. Alles sehr starke. Alles sehr starke Serienwagen. Müssen mal die Punkte ansehen von Veyron und Konsorten, bevor ich mit einem Mercedes-Benz oder so antrete. So, noch die Markenrennen. Was gibt es hier? Ah, ein Elise-Pokal und ein Corvette Festival. Also muss ich mir noch den Corvette. Schauen wir mal, ich hab's. Eine Corvette, diese hier. Teilnahme nur möglich, Sport weich, 664 LP. Und das sind einfach alle Corvettes, sind dazu gelassen. Bin dann gespannt, welche dann teilnehmen. Nun ja, Corvette Stingray, wahrscheinlich nehmen nur 2014 Modelle teil. 5 Runden auf Willow Springs. Diesem Auto werde ich wahrscheinlich keinen Blumentopf gewinnen. Lotus Elise, schaue ich mal. Ah, keine passende Fahrzeuge. Aber auch wegen den Reifen. Darf ich überhaupt. Ah ja, ich darf mit dem Racecar antreten, das ist natürlich genial.
Nun denn. Dann weiß ich, was ich zu kaufen habe. Supersportwagen. Was? Welche Autos nehmen hier teil? Auch 36 LP. Ja, da kann ich jetzt mal schön nach einem passenden Modell schauen. Nachsehen. Ob ich das jetzt mache, ich könnte natürlich zum Autohändler, ich könnte auch empfohlene Autos anschauen. Wobei, ich denke jetzt mit dem mit dem VGT könnte ich hier sicher mal teilnehmen. Das kann man auch als Supersportwagen gelten lassen. Und wenn man hier die Konkurrenz ansieht, ich habe jetzt nicht gut geschaut. Ein Huayra, ein LFA, ein GT40. Und ja, da müsste ich jetzt, wie gesagt, jetzt zuerst die Punkte nachsehen. Wie viele Leistungspunkte die haben. Dann wechsle ich jetzt nochmal zu Mercedes. Aber ich denke, 584 Punkte, 36 sind erlaubt. Und auch hier unten sind 650 erlaubt. Mal schauen, was mir der Autohändler empfiehlt. Okay. National. International B. Was empfiehlt er mir für Autos? Sich mal eine Corvette, das ist klar. Eine SRT Viper. Ein GTR Black Edition. Wie viel Leistungspunkte hat der? Mal schauen. 546, also da ist der VGT stärker. Schauen wir mal bei einem Supersportwagen. 623, 639, 565, 580, 556. Also ich denke, ich könnte mit dem Mercedes VGT sicher mal teilnehmen. Und ja, in diesem Fall warte ich noch. So, gehen wir noch zum Startmenü. Okay. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ah, Moment. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch mal bei der Musik zur Wiedergabe listen. Im Rennen. Ich kenne Musik im Menü, aber ich kenne Musik im Diario, aber ich auch keine Musik. Also sollte ja eigentlich alles eingestellt sein. Warum das nicht mehr so ist. Nun ja. Damit verabschiede ich mich von euch. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dahin, gute Zeit und tschüss.